Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Einbaukühlschranks mit Schlepptürtechnik und vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von König entschieden haben. Schlepptürtechnik bedeutet, dass die Tür von Ihrem Einbauschrank über eigene Scharniere verfügt. Der Einbaukühlschrank wird in die Nische hineingeschoben und die beiden Türen mit Hilfe von Schienen miteinander verbunden. Packen Sie das Gerät vorsichtig aus. Scharfe Gegenstände wie ein Teppichmesser sollten dafür nicht verwendet werden, um das Gerät nicht zu beschädigen. Überprüfen Sie das Gerät auf Transportschäden und den Packungsinhalt auf Vollständigkeit. Das Gerät sowie Teile der Innenausstattung sind für den Transport geschützt. Entfernen Sie die Klebestreifen auf der linken und rechten Geräteseite. Beachten Sie, dass die Innenausstattung des hier gezeigten Geräts ebenso wie die äußeren Abmessungen je nach Modell variieren und von Ihrem Gerät abweichen können. Entfernen Sie auch die Verpackungsteile und Klebebänder im Innenraum des Geräts. Kleberückstände können mit Laugenwasser entfernt werden. Der Einbaukühlschrank kann sowohl in Schränke mit Linksanschlag als auch mit Rechtsanschlag eingebaut werden. In diesem Fall muss der Türanschlag vom Gerät gewechselt werden, damit die Türen zur gleichen Seite aufgehen. Dafür werden die drei Schrauben des oberen Scharniers gelöst und die Tür vorsichtig abgenommen. Stellen Sie die Kühlschranktür vorsichtig zur Seite. Das untere Scharnier der Gefrierfachtür wird mit einem Kreuzschraubendreher abgeschraubt und die Gefrierfachtür vorsichtig entnommen. Die Türhalterung vom Gefrierfach wird auf der linken Seite gelöst und auf der rechten Seite wieder angebracht. Die Gefrierfachtür wird einmal umgedreht und mit dem Scharnier auf der linken Seite befestigt. Der Scharnierstift wird auf der rechten Seite herausgenommen und auf der linken Seite wieder eingesetzt. Beim oberen Scharnier wird der Scharnierstift herausgeschraubt, das Blech einmal umgedreht und der Scharnierstift wieder hineingeschraubt. Bevor die Tür wieder eingebaut werden kann, muss noch eine Schraube von der linken Seite des Gehäuses auf die rechte Seite gewechselt werden. Setzen Sie die Tür auf den unteren Scharnierstift und befestigen die Tür mit dem oberen linken Scharnier. Achten Sie darauf, dass das Gerät in einem trockenen und gut belüfteten Raum aufgestellt wird, dessen Umgebungstemperatur der angegebenen Klimaklasse entspricht. Nach dem Transport sollte das Gerät für mindestens 12 Stunden stehen gelassen werden, damit der Kompressor nicht beschädigt wird. Bei Nichtbeachtung erlischt die Garantie. Überprüfen Sie vor dem Einbau die Nischenmaße. In diesem Fall muss die Nische zwischen 1,22 m und 1,23 m hoch, 56 cm breit und mindestens 55 cm tief sein. Des Weiteren ist für eine ausreichende Belüftung der Rückseite des Geräts zu sorgen. Schalten Sie die Sicherung für die vorgesehene Steckdose aus und stecken den Netzstecker in die Netzdose. Das Gerät wird vorsichtig in die Nische hineingeschoben. Das Gerät wird so ausgerichtet, dass es möglichst nah an der Wand des Einbauschranks ist, an der die Tür geöffnet wird. In diesem Fall die rechte Seite. Das beiliegende Dichtband wird zwischen Gerät und Einbauschrank eingeklemmt. Überstehendes Material kann abgeschnitten werden. Der Kühlschrank wird vorne bündig an dem Einbauschrank ausgerichtet und mit zwei Schrauben festgeschraubt. Mit drei weiteren Schrauben wird das Gerät oben am Einbauschrank festgeschraubt. Die Führungsschienen werden mit mindestens zwei Schrauben an der Möbelfront befestigt. Dafür muss zunächst die richtige Position ermittelt werden. Der Abstand zwischen der Oberkante der Gerätetür und der Oberkante der Führungsschiene muss 54 mm betragen. Der Abstand zwischen Außenkante der Tür und Führungsschiene muss 25 mm betragen. Markieren Sie sich die Position der Schrauben für die Führungsschiene und schrauben die Führungsschiene fest. Je nach Möbelfront kann es sinnvoll sein, die Löcher vorzubohren. Achten Sie darauf, dass Sie die Löcher nicht zu tief bohren. Anschließend wird die Abdeckung auf die Führungsschiene aufgesteckt. Die Position der unteren Führungsschiene wird entsprechend bestimmt. 25 mm Abstand zwischen Außenkante der Tür bis zur Führungsschiene und 54 mm Abstand von der Unterkante der Tür bis zur Unterkante von der Führungsschiene. Schrauben Sie auch hier die Führungsschiene an die Möbelfront an. Der Mitnehmer wird auf die Führungsschiene aufgesteckt und mit zwei Schrauben an der Gerätetür befestigt. Dafür sind die vorgebohrten Löcher zu verwenden.
Überprüfen Sie, dass der Mitnehmer reibungslos in der Führungsschiene gleitet. Stellen Sie außerdem sicher, dass beim Schließen des Geräts die Möbelfront nicht am Einbauschrank anliegt. Andernfalls schließt der Kühlschrank nicht komplett und kalte Luft entweicht. Den Abstand zwischen Möbelfront und Gerätetür können Sie über die Längslöcher an dem Mitnehmer einstellen. Wenn alles in Ordnung ist, können Sie die Abdeckung aufstecken und genauso bei der unteren Führungsschiene vorgehen. Damit herzlichen Glückwunsch zur Montage Ihres Einbaukühlgeräts mit Schlepptürtechnologie von König. Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich an König oder Ihren Mediamarkt oder Saturn.